bin Nicola Bischoff, ich bin Zeichner und Maler. Und ich arbeite in zwei Gebieten. Ich bin einerseits seit sehr langer Zeit, fast 30 Jahre, Cartoonist und Illustrator. Ich arbeite vor allem für grosse Verlage, also Zeitungen und Heftli. Das zweite, was ich mache, das ist Malen. Wir sind jetzt auch im Malatelier. Ich habe die Schule gemacht und hatte keine Ahnung, was ich werden soll, mit Ausnahme so von einer vagen Idee, dass ich Architektur studieren könnte. Ich bin dann wirklich mal einen halben Tag in die ETH hochgelaufen und habe möglicherweise noch die falsche Abteilung verwünscht. Und bin irgendwie ziemlich nah auf der Schule gewesen und habe gefunden, okay, nein, das kann es glaube ich, nicht sein. Ich habe dann zu dieser Zeit in einer Band gespielt. Das war eine ziemlich witzige Zeit zu der Bewegungszeit. Und einer von meinen Kollegen von der Band hat gesagt, hey, bist du auf Fest, also wir machen jetzt ganz etwas anderes, wir machen die Kunstgewerbeschulaufnahmeprüfung. Ich habe gefunden, ja, wieso eigentlich nicht, das geht so in eine Richtung, die mir gefällt. Und habe das mit ihm, zwei anderen Kollegen gemacht, wir sind natürlich alle mit reingekommen. Und dann kam der gleiche Kollege und hat gesagt, hey, bist du auf Fest, was ich bin, es gibt etwas viel Geiles, da gibt es die F&F. Dort ist die Aufnahmeprüfung viel einfacher, die nehmen uns dann sicher. Dann haben wir die gemacht, dort haben sie uns dann genommen. Und dann bin ich irgendwie so Anfang 20 bei dieser F&F gegangen und einen Vorkurs gemacht. Und habe das unglaublich lässig gefunden, was dort abläuft. Und habe per Zufall dann irgendjemanden kennengelernt, der dort mal für die Zürich die Zeichnungen gemacht hat. Also Illustrationen. Und das haben dann richtig den Händchen reingenommen, weil ich auch nicht immer... Die Zeichner haben all die Leute gesehen, aber ich habe mir gedacht, ich konnte mir nicht vorstellen, wer das könnte sein, der das macht. Und immer so Halbgötter. Und dann dachte ich, das ist einer wie ich. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist ganz einfach, du musst dich einfach bei denen vorstellen und nimmst eine Mappe mit. Und wenn es dir gefällt, dann nehmen sie. Und dann ist das noch während der Schulzeit oder während der F&F, hat man dort eine Tagesklasse gemacht. Überhaupt nicht begriffen, was dort abläuft. Und habe mir vorgestellt bei diesen Heftchen. Das ist eben auch bei Zürich-Tipp, Beobachter, weiß ich was. Und wirklich ein paar Monate später habe ich ein Telefon bekommen von Zürich-Tipp und mich gefragt, ja, sie haben schon Lust, für uns einen Titel zu machen. Und ich war ziemlich von den Socken und habe gefunden, ja, doch, könnte ich mir vorstellen. Ja, und dann bin ich irgendwie so reingerutscht, eigentlich ohne grosse Erfahrung. Und jetzt, so nach 30 Jahren, macht mir immer noch Spass. Also eine angebrochene Kunstausbildung und eigentlich hat mich Kunst das Malen schon immer interessiert. Aber dadurch, dass ich dann Illustrator war, ist das zwangsläufig halt etwa 10 Jahre wirklich in den Hintergrund gerutscht. Also das Vorstellen, es gibt Arbeit und ich war wirklich voll beschäftigt gewesen. Und dann irgendwann so Mitte 30 Jahre habe ich einfach gedacht, nein, ich stinke, ich muss einfach nur illustrieren, das ist nicht lässig, ich werde auch nicht jünger. Und ich wollte eigentlich einfach mich damals auf das Malen hineinstürzen. Und das habe ich dann gemacht. So. Zuerst habe ich bei mir daheim gemalt und dann schnell herausgefunden, mit Öl malen daheim. Das ist oder im Atelier, wo ich zeichnet und das ist wirklich gut, das ist zu dreckig. Und dann der nächste Schritt, ein paar Jahre später, ist, dass ich mit einem Kollegen ein kleines Malatelier gemietet habe. Ja, und dann ist das immer grösser geworden. Ich bin dort auch langsam so in die Szene reingerutscht, auch in die Kunstszene, x Ausstellungen mitgemacht und jetzt sind gut. Knapp 7 Jahre bin ich in diesem Atelier. Das ist jetzt mein erster richtiger professioneller Atelier, wo ich auch grösser malen kann. Beim Zeichnen, also als Cartoonist oder Illustrator, habe ich 4 feste Kunden. Im meisten Fall geht es darum, Börsentendenzen zu illustrieren oder einfach die auf witzige Pointe zu bringen. Da habe ich einen Kunden, auch ein grosses Heftchen, wo es um Konsumentenfragen geht. Also alles, was irgendwie weiß ich was, Warentest oder was auch immer, einfach Konsumentenfragen. Dann habe ich einen Kunden, wo sagt man so Lifestyle-Fragen aktuell sind, zum Kindererziehung, Elternprobleme, Gesundheitstipps bis hin zu Computer, Neuheiten etc. Die sind ähnlich, die Jobs, weil es geht immer darum, dass ich muss
eigentlich die Inhalte irgendwie visualisieren, aber ich muss auch schauen, dass ich entweder eine Pointe kann machen mit einem Witz oder einfach mit einer lustigen Zeichnung. Oder es auch mindestens so kompensieren, dass eine Zeichnung, dass man durch die Zeichnung eigentlich die Inhalte innerhalb von einer Sekunde zwei versteht. Daneben bin ich seit einem Jahr, das ist so ein Nebenprojekt, an einem Online-Spiel beteiligt, wo ich das ganze Artwork machen muss, was ziemlich eine interessante Arbeit ist, weil es mir extrem viel Freiraum lässt. Es schwätzt mir niemand rein. Ich finde es einfach total gut, was ich mache. Daneben, also jetzt im Cartoon-Bereich, dann läuft immer viel für mich zu sagen, wo das Wetter gut ist, weil ich wahrscheinlich jetzt im Kreis 5 viel Leute recherchieren. Ich arbeite gerade für einen lokalen Zeiger, der Röntgenblick, ich mache jetzt auch Werbung. Die finden mich auch toll, die mache ich auch Zeichnungen. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt schon mal für ein Heft arbeite, das geografisch ganz klar eingegrenzt ist, dann wäre es auch noch sinnvoll, die Mikroszene mache ich neuer an. Ich kenne die Leute zum Teil, aber ich lebe nicht im Kreis 5. Also wäre ist das gut, einfach mal mit dem Skizzenblock so ein paar Tage unterwegs sind, die Leute da und so ein bisschen rausgespüren. Was hat es für typische Leute? Was machen die? Vielleicht zuhören, was schwätzen. Und dann gibt es vielleicht schon den einen oder anderen Witz oder was auch immer. Beim Malen bin ich im Moment dran, rumzahnen da mit meinen Blumenbildern. Oder ich weiß nicht, ob man die noch Blumenbilder könnte sagen. Also der Arbeitstitel würde dann heissen Gemurmel aus der Biosphäre. Und so wie es aussieht, werde ich wahrscheinlich an GoGo irgendwelche Seerosenteiche malen. Ich habe es jetzt so ausprobiert mit, was habe ich jetzt gesagt, Löwenzahn habe ich gemalt und Lilien. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich, die Seerosen ist in der Ende mein Ding. Vielleicht auch darum, weil es dort immer um mindestens zwei Ebenen geht. Also, du hast immer Wasser bei den Seerosen und das Wasser ist immer eine andere Ebene als dann das, was draufläuft. Und meistens ist noch eine dritte Ebene hindurch, also der Hintergrund. Da weiss ich auch nicht, da werde ich wahrscheinlich jetzt das nächste halbe Jahr damit beschäftigt sein, bis ich einfach genug Bilder habe, damit ich eine kleine Ausstellung machen könnte. Das heisst, ich müsste etwas zwischen 12 oder 20 Bilder in zwei Formaten. Das ist das grosse Format, das kleine Format ist etwa 70 auf 50. Sehr stark beschäftigt mit Porträts. Das ist ein Projekt, das mich interessiert. Also ich fand, ich könnte mal all die Leute, die ich gut mag und gut kenne und die nicht etwa in meinem Alter sind, porträtieren. Mit dem Arbeitstitel «Mitten im Leben», was etwas stimmt so im Alter. Und alle Leute haben irgendwie einen kreativen Job. Oder haben das Leben so in diesem Umfeld, so die urbane Bohème, die ja, eben irgendwie so mit Kunst und Kreativität zu tun hat. Das ist eine gute Freundin von mir gekommen, also eine Vernissage, die mit diesen Bildern gemacht hat. Auch mit einer ihrer guten Freundinnen. Und die sind vor dem Bild, also vor dem Porträt von ihr gestanden und die Freundin sagt, leck! Du, das bist genau du. Und die ich porträtiert habe, ist einfach Peter, stand wirklich wie ein Pflock und hat einfach nichts gesagt. Also nach 5 Minuten habe ich gefunden, okay, ich muss sie gleich mal fragen, was so Sache ist. Und die schaut mich so an mit so grossen Augen und hat gesagt, ja, ich sehe aus wie meine Mutter. Und da habe ich gesagt, du musst gar nicht weiterschwätzen, ich weiss, ist nicht gut. Aber irgendwie hat es mich auch gefreut, weil sie hat dann eine Woche später hat sie mir gesagt, ja, das stimmt schon, ich bin schon so. Ich will mich natürlich, also wer will schon sein wie seine eigene Mutter, das ist die Menschen oder sie wie mein Vater. Aber ja, eben, sie hat es dann nicht gekauft, das Porträt. aber es hat mir auch bestätigt, dass ich nicht so schlechte Augen habe. Also ich glaube, ich habe sie gut getroffen. Ein Szenario ist das hier. Das ist irgendwie ein bisschen einfacher am Anfang, weil ich da immer ein Foto als Ausgangsmaterial habe. Und jetzt gerade in dem Fall, da habe ich ja den Foto nicht gross verändern müssen. Ich habe einfach ein Foto ausgewählt, das für mich irgendwie
vor allem von der Form und von der Proportionierung her gestimmt hat. Dann nachher tue ich eigentlich das erste Mal eine Art Linie-Geräusch machen. Also das ist einfach das, was auf der Form ist, irgendwie auf die Leinwand bringen mit Strich. Also das ist eine Art Zeichen, die meistens schon irgendwie ein paar Hintergrundfarben hat. Und wo ich auch ein bisschen den Zufall walten lassen. Das ist irgendwie noch wichtig. Es passieren echt immer wieder Sachen, wenn du nicht zu fest im Schlimm ist, einfach mal so ein bisschen machen lassen, wo manchmal völlig in die Hose gehen, aber zum Teil eben extrem spannend sind. Und das ist dann eigentlich so ein bisschen der Anfang. Und dann muss ich wirklich mal ein bisschen schlafen und dann wieder rangehen. Und dann ist das eigentlich so ein Verdichtungsprozess. Ich fand dann meistens, es ist ganz unsinnig. Ist mir schnell klar, wie es laufen muss. Dann kann ich es irgendwie relativ zügig durchmalen. Da gibt es aber immer wieder so Fälle, wo ich irgendwie an den Ecken herumdoktere, bin, wo ich total spannend finde. Und dann da wieder etwas und dort wieder etwas. Und irgendwie, wenn ich Glück habe, stimmt es dann auch. Oder dann halt nicht, dann muss ich die Hälfte wieder abkratzen und neu übermalen. Ich glaube, ich bin eher ein Maler, der immer so ein bisschen am Suchen ist. Also nicht jemand, der wahnsinnig schnell und sagen wir sehr, sehr zielorientiert malen tut. Ich habe es zeitgenau gemacht. Ganz am Anfang, als ich angefangen habe, war ich extrem ein schneller Maler. Was der Vorteil hat, ich hatte extrem viele Resultate gehabt. Aber irgendwie hatte ich kein gutes Gefühl gehabt. Ich hatte immer den Eindruck gehabt, das geht nicht schnell. Oder auch in der Vorstellung, ich hatte das Gefühl gehabt, die Bilder, die wirken zwar, weil man sieht, dass es schnell gemalt ist. Das ist eine Qualität für sich, die okay ist. Aber eigentlich interessiert mich etwas anderes. Also ich bin von dem her vielleicht immer so ein bisschen ein Mänkeli oder so, ich bin am Umdoktor und dann da wieder etwas und dann mal später, nein, da muss ich wieder etwas machen. Das ist manchmal sehr mühsam, wenn ich mich selber anschiesse. Aber ich glaube, also im Kern ist es schon in etwa eher das, wo ich bin und wo ich wieder kann, da kann ich auch irgendwie das Maximum an Qualität in Bilder reinbringen. Ich bin eine Zeit lang ins Abzeichnen gegangen und habe irgendwie auch mit der Zeit dann gemerkt, wow, das ist irgendwie, ich komme da mit Stößen von Papier her, ich muss ein bisschen ökonomischer zeichnen. Und dann habe ich angefangen, irgendwie eher die Figuren kleiner zu zeichnen oder habe gefunden, was ganz schlau wäre mal auf einer Zeichnung nochmal eine Zeichnung machen und dann nochmal eine Zeichnung und dann nochmal eine Zeichnung. Zum Teil sind das 40 oder 50 Zeichnungen übereinander, wo es unglaublich komische Formen gab. Irgendwie hat man gespürt, man denkt, die einzelnen Zeichen nicht mehr, es war eine Art wie ein Gewurst von Formen, die aber irgendwie so etwas Biomorphs hatten. Und dann habe ich in meinem nächsten Schritt gefunden, ich könnte eigentlich mit diesen Zeichnungen ja mal Bilder machen. Und dann habe ich so Zeichnungen eben auf die Leinwand übertragen. Also vielleicht jetzt nicht gerade super gewurschtelt, aber dort, wo es vielleicht über 5 oder 6 Figuren drauf hat oder angebrochene Figuren. Und bin einfach mal so ein bisschen mit den Faden so am Umwüten gewesen. Und habe gefunden, ja okay, das wird ein bisschen beliebig, also irgendwie muss ich da schon noch ein bisschen mehr reinkommen. Und habe gefunden, ja, vielleicht wäre es schlau, ich würde mir auf eine Art wie ein Überthema machen, dass ich mir sage, okay, das Bild jetzt mit dieser Form könnte ja in so eine Richtung gehen oder das Bild. Blablabla. Und jetzt bei diesem Bild habe ich dann irgendwie schnell mal gefunden, ja eigentlich läuft es ein bisschen darauf aus, dass es eigentlich zwei Figuren könnten sein. Dann doch wieder, hat aber noch andere Figuren drin und bin so ein Liebäugung gesagt, man könnte dem den Arbeitstitel Speed Flirt geben. Die sind irgendwie Speed Flirt, weil es hat ja noch andere Figuren, sind halt die zwei, die miteinander am Flirten sind. Ich bin ein halbes Jahr immer wieder ein bisschen am Malen und das hat recht lässig ausgesehen. Und dann habe ich aber auf einmal bemerkt, dass mit denen, es hat oben dann irgendwann mal etwa 7 Köpfe gehabt. Und dann habe ich gedacht, die muss ich wieder rausnehmen. Dann bin ich mit den Farben nicht mehr einverstanden, dann ist der ganze Hintergrund weggefallen und habe den neu gemacht. Und dann habe ich gedacht, ja, irgendwie könnte das schon gut sein. Dann habe ich so angefangen, so ein bisschen Schatten reingeben, weil ich gefunden habe,
das wäre ja irgendwie witzig, wenn die, oder es würde gut aussehen, wenn die zwei Figuren, das ist so eine Art wie ein Gewurstel wieder ineinander rein, aber wenn sie so ein bisschen aus dem Raum rauskommen, mit den schwarzen Umrisslinien, also die schattenartigen Sachen, hat man irgendwie das Gefühl, das sind eigentlich so zwei Figuren, die so eine Art in den Nebel reingehen, oder so eine Art eine Gase, die sich, das ist schwierig zu erklären, aber irgendwie so etwas Dreidimensionales. Und dann bin ich aber immer noch nicht ganz wieder, weil ich sage, irgendwie fehlt noch ein bisschen der Gag. Und dann im letzten Schritt habe ich dann diesen zwei Figuren je so ein Täschchen drauf gemalt, das jetzt im Fall rechts so eine Ledertasche, das ist eine Mannentasche, und links so ein grünes Handtäschchen, das wahrscheinlich eher für eine Frau gilt. Und dann habe ich dann noch im ganz letzten Schritt so den Teil links oben gemacht. Das ist im Prinzip sind das Viadukte, die ja ganz bei mir in der Nähe sind, wo man kann sagen, Viadukt, shoppen, vielleicht trifft man sich dort. Also irgendwie ist ein bisschen weg vom Titel, aber hat ein gutes Bild gegeben, mit dem bin ich jetzt zufrieden. Was noch zu sagen ist, genau Köpfe habe ich dann auch immer wieder verändert, da bin ich nie zufrieden gewesen. Und das ist jetzt eigentlich so ein ziemlich frecher Clown, den ich gemacht habe. Der Kopf links ist im Prinzip eine Art ein Francis Bacon Kopf. Das ist aus einem Bild von Francis, also nicht genau gleich, aber irgendwie so ein bisschen inspiriert von Francis Bacon. Und ich fand ihn doch, passt richtig gut rein. Und der Kopf rechts, wenn es mir recht ist, ist ein David-Kopf, möglicherweise von Michelangelo. Bin ich aber nicht mehr sicher. Aber es ist auch ein Foto von einer Skulptur, wo ich dann einfach den Kopf einmal rausgezeichnet habe und da rein platziert habe. Das ist jetzt nicht etwas, was ich immer machen will, aber das sind jetzt einfach so zwei nette Zitate aus der Kunstschicht, die es auch noch in dem Bild drin hat. Und der ganze Arbeitsprozess, der hat sich mit Unterbrüchen, aber etwa über 4 Jahre erstreckt. Wobei eigentlich zu sagen ist, ich habe noch etwa 2 Monate daran gearbeitet, dann habe ich es etwa 2 Jahre wirklich liegen gelassen, weil ich einfach nicht mehr weitergekommen bin. Und dann nachher irgendwie bin ich dann so ein bisschen nach bis nach wieder reingekommen. Und dann hat es auch noch mal so eine Art Schlussspurt gegeben von, ja, ich glaube doch etwa 2 Wochen, wo ich dann immer wieder gemalt habe. Bei der Ölfarbe ist zum Teil auch ein Problem, man muss dann wirklich warten, bis die Farbe trocken ist. Das ist abhängig, was man für Malmittel braucht. Und man kann nicht alles mit Zikativ, das sind die Zusatzstoffe, die schnell trocken sind. Man kann nicht alles mit Zikativ malen. Zum Teil ist das problematisch, weil es nicht den richtigen Effekt gibt oder weil zum Teil durch das schnelle Trocknen relativ schnell Risse entstehen. Der Unterschied zwischen einem Cartoon und einem Bild ist der, dass ein Cartoon der sollte eigentlich, sagen wir, 2 bis 3 Sekunden muss der funktionieren. Und er muss so eine Sprache reden, dass eine möglichst grosse Menge von Leuten unterschiedlicher Couleur, also auch unterschiedlicher Bildungsstand, dass die das verstehen. Das ist eigentlich die Aufgabe vom Cartoon. Und beim Bild kann man sagen, das muss eigentlich nur jemandem gefallen, nämlich dem, der es gekauft hat. Und der muss aber nicht 2 oder 5 Sekunden gefallen, sondern dann sollte es vielleicht irgendwie, ich würde gerade sagen, ein Leben lang gefallen, aber dann sollte es über 2, 5 Jahre gefallen, weil dann hängt es bei sich daheim auf. Und das muss auch mehr Tiefe haben, das muss so funktionieren, dass er vielleicht nach einem halben Jahr wieder vor dem Bild steht und sagt, wow, leck, das habe ich noch gar nie gesehen, wow. Das ist der Unterschied. Und darum glaube ich, in den Bildern, wenn ein politisches Statement zu machen, mindestens das nicht machen, völlig scheiße. Ich will es nicht. Und darum habe ich das auch wieder aufgegeben. Ich habe mal eine Serie gemacht, wo ich versucht habe, so die Auswüchse, die man so im Hochpreis-Kunstsegment hat, irgendwie so ein bisschen auf die Reihe zu bringen. Und das war irgendwie noch nett gewesen, aber
man ist ein bisschen autistisch, wenn man so etwas macht. Man braucht irgendeinen Input von außen oder einfach irgendwie so andere Augen, die da sehen und vielleicht wirklich objektiver können beurteilen. Aber auf der anderen Seite muss man auch so etwas in einem inneren Kompass haben. Man muss das machen, was man denkt. Das ist so ein bisschen eine zwiespältige Situation. Man muss einerseits authentisch sein, also wo auch ganz fixiert ist auf das, wo man will, aber auf der anderen Seite braucht es ein Auge von außen, das nicht sagen ist, wo das Ganze wieder ein bisschen ins Lot bringt. Ja, wenn ich so an meine Zukunft denke, ich weiss es nicht, ich hoffe, ich lebe noch Zeit. Ich meine, es wird immer mehr zu einem Thema, man merkt, man wird nicht jünger. Und weiss ich zur Vergleichung, ich finde, es ist nicht einfacher geworden. Man lebt in einer ganz gespässigen Zeit, die zwar extrem viele Möglichkeiten hat, wo auch viel rum ist, aber wo irgendwie so ein komischer Stress rum ist, wo ich mich auch nicht nur einbilde, also wo irgendwie ein bisschen auf einem höheren Niveau gespielt wird. Das hat vielleicht wirklich auch damit zu tun, mittlerweile für jeden und kommt die ganze Welt verfügbar ist. Man wird immer an der ganzen Welt gemessen. Das heisst, es ist ein höheres Standard, das da eigentlich in allen Bereichen angesetzt wird oder angewendet wird. Ich hoffe natürlich, dass ich in beiden Bereichen weiterhin Erfolg wird haben. Dass es mir Spass macht. Ich glaube, das ist mal zentral, dass es mir einfach Spass macht, was ich mache. Da habe ich eigentlich weniger Zweifel. Also, ja, da habe ich eigentlich nicht wirklich Zweifel dran. Vielmehr, ich denke, ich habe wahnsinnig dazu gekommen, was ich sage. Ich versuche, so im Jetzt zu leben, weil ich finde, es läuft immer so ein bisschen auf Kaffeesatz lesen raus, was morgen sein sollte. Und ich glaube, ich bin ein Typ, wo ich mache zwar gerne Pläne, was ich sage, aber ich halte mich nie dran, also von dem aus hat es gar keinen Sinn. Also einfach machen, was zu machen ist, und dann abwarten. Okay.